Abenteurer aus aller Herren Länder suchen nach den sagenumwobenen daedrischen Artefakten, denn sie sollen mächtige Vorteile im Kampf und bei der Zauberei gewähren. Haderes von Gottesfond in Moderne Ketzer. Wie gut, dass jeder weiß, dass ich Christensen heiß und mir in die Hosen scheiß. Oh Gott. Es bröckelt. Oh shit. Also sehr fragil. Wirklich. Oder vorne ist jemand. Ich sehe dich. Der wurde gerade gelyncht. Okay, auf die Entfernung gehe ich mal auf den Pfeil wieder. Mal schön im Anschlag behalten. Die Geschichte. Was hat ihn denn jetzt gerade hingerichtet? Oh Gott, eine große Arena. Ganz schlecht. Große Arenen haben nichts Gutes zu bedeuten. Oh, for fuck. Was hat ihn jetzt gemördert hier? Oh shit. Das sieht ja sowas von gut aus. Ich gehe mal auf Nummer sicher kurz. So. Dass er auch wirklich tot ist. Ich glaube, ich schwenke wieder um auf, auf die Keule. Nur mal schnell speichern. Und dann lass mal schauen, was hier abgeht. Was haben wir denn hier? Aktivieren Säule. Öffne das Fertigkeitsmenü um Stufe. Achso, stimmt, ich bin in eine Stufe aufgestiegen. Das wollen wir mal kurz erledigen hier. So, die drei Möglichkeiten. Magie, Gesundheit, Ausdauer. Wir geben mal der Ausdauer einen kleinen Schub. Sehr schön. Und ich kann jetzt hier auf die... Wo war denn hier meine kriegerische einhändig, zweihändig? Geben wir mal der Zweihand nochmal eine Chance. Zweihand. Barbar. Ja, komm, hau rein. Sehr schön. Und ich könnte auch mal wieder wechseln auf die Barbare. Beziehungsweise... Ich muss noch mal kurz einen Favoriten hinzufügen. Die fette Streitaxt. So. Jetzt kann ich hier durchschalten, so ein bisschen. Das ist der Bogen. Oder auch nicht. Na gut, das mache ich später. Das muss ich noch mal kurz extra erledigen. Extern, offscreen würde ich sagen. Guck mal, ein Wal. Ich kann hier die Säulen also aktivieren. Oh, das ist ja ein Rätsel. Ein rätselig. Banditengesetzloser. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Banditen und einem Banditengesetzlosen? Ist der höherrangig oder wie darf ich das verstehen? Eine Fackel! Ja, geil! Oh nein, jetzt habe ich die scheiß Pelzrüstung genommen. Verdrückt. Die Fackel. Kann ich denn eine Fackel nehmen? Gegenstände. Fackel. Fallen lassen, benutzen. Cool. Kann ich noch eine Waffe ziehen dabei? Nee. Okay, Waffe und Fackel geht nicht einher. Also, ja. Gefällt. Ah doch, es geht einher. Schau her. Cool. Benutzen Hebel. Oh Gott. Also ich will da hin. Ah, da vorne ist, glaube ich, die Klaue bestimmt irgendwo. Sieht nach Rätseling aus. Lass mal kurz hier hochschauen. Was haben wir denn hier noch alles? Oh Gott. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Oder ist hier irgendwo das Rätsels Lösung verborgen? Zeichen hier. Auf jeden Fall mal einen kleinen Trank hier. Und sonst nichts. Okay, wir haben hier also... Ah ja. Die Schlange. Hier ist Karput. Und den Wal. Alles klar. Ich denke mal von links nach rechts. Werde ich jetzt mal die Säulen hier aktivieren. Ich hoffe doch mal, das ist hier korrekt. Die Schlange zuerst. Oh, hier ist, scheiße, es gibt keine Schlange. Super toll. Ja, dann müssen wir improvisieren. Auf jeden Fall den Wal als letztes. Scheiße. Fangen wir mal mit der an. Aha. Ach so, okay, nee, passt. Ich muss hier Schlange, dann hier das und der Wal. Das sollte doch passen. Denke ich doch mal. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Oh, hier ist eine Schlange. Ja, genau, okay. Die gehört da oben rein. Nee, Schlange, also gut. Schlange, Schlange, Wal. Ah, Vorsicht. Wenn ich das hier jetzt übersehen hätte, dieses Gesicht hier gehört da oben hin. Ich kann das Zeug hier mal wegpacken übrigens. Also nochmal eine Schlange.
Das heißt, ich mache das nochmal falsch. Ich speichere nochmal schnell. Ich will wissen, was passiert, wenn was jetzt mit dieser Konstellation passieren würde. Aber ihr wisst, ich hätte es gewusst. Mal schauen, was passiert. Oh ja. Oh ja. Pfeile. Oho. Oh Gott, ich verliere Energie. Ich bin vergiftet. Ich bin hart vergiftet. Ich sterbe. Ah, nee, passt. Okay. Du kannst mal weg hier. Du störst mich hier ein bisschen. So. Da komme ich an den Schalter nicht gescheit ran. Also, Schlange, Schlange. Und Wahl. Jetzt muss es passen. Da wurden wir hart vergiftet, hey. Ja, Mann. Ja, Mann. Erfolg. So, hier hinten dürfte jetzt keine Feinde mehr sein. Denn die sind ja hier schon an dem Tor gescheitert. Oh Gott, hier geht's nochmal krass runter. Es geht noch tiefer hinein. Aber was haben wir denn hier zu liegen? Oh Gott! Kleiner Seelenstein. Ja, nicht schlecht. Leer. Truhe. Eine edle Truhe mit Gold und schwaches Gift der Ausdauer. Leer. Oh, hallo, ein rotes Buch. Lesen Dieb. Taschendiebstahl verbessert auf 16. Cool. Also, durch das Lesen haben wir jetzt hier... Ah. Unsere Skills erhöht. Achso, die nimmst du natürlich mit. Mitnehmen. Den Trank lassen wir auch nicht liegen. Ich lasse sogar einen Trank liegen. Und ja, dann sind wir hier durch. Auf dem Boden flackt nichts mehr rum? Nee. Alles gut. Ah, oh Gott. Okay. Wir machen mal hinter uns dicht, aber es geht doch wieder auf, oder? Jawohl. Sehr gut. Na schön. Ach, wie bin ich froh um unsere Fackel hier. Also ich meine, es ist ja gut ausgeleuchtet hier, aber trotzdem. Die Fackel ist, glaube ich, doch schon ganz gut. Oh Gott, jetzt geht's hier runter. Wer baut denn hier so eine Treppe rein? Oh! Oh, ein Skeeter. Eine ekelhafte Ratte. Was ist ein Skiver? Oh Gott, mehrere Ratten. Hilfe! Oh, ich bin fast tot. Die hauen ja ordentlich rein. Krasser Scheiß. Komm schon, stirb! Biest. Die eine ist tot. Und die ist auch tot. Ekelhafte Biester. Aber ich glaube, ich lasse das den Skiver-Schwanz jetzt mal gut sein. Denn ich habe schon fast zu viele, glaube ich. Die wiegen zwar auch nichts, aber ich brauche die, glaube ich, einfach nicht. Oh nein, die Fackel ist weg. Shit. Also, wir merken, auch Fackeln sind nicht unendlich. Super. Nee, ich nehme jetzt mal die Streitaxt wieder. Schön die Streitaxt. Dann haben wir auch die Sache mit dem Schild. Oh, guck hier. For the hell fuck's sake. Jetzt hat's mich doch erwischt. Nein. Na, blöd. Das ist blöd. Ja, geradezu beschissen ist das. Ja, da muss ich echt aufpassen. Nehme ich jetzt auch direkt nochmal die Streitaxt hier. Blöd, warum die hier so viel abziehen, die Biester? Ist ja ekelhaft. So, das mitnehmen. Mitnehmen alles, was da ist. Alles, was hell geht. Alles, was hell geht. So, okay, bin ich wieder da. Ich hatte einen kurzen Crash. Das ist natürlich unschön. Aber passiert. Zum Glück haben wir ja gespeichert. So, jetzt lass mich hier nochmal, genau, wo war ich stehen geblieben, die Streitaxt nochmal in die Hand nehmen. Und ich muss echt meine Energie im Auge behalten anscheinend. Denn so geht's ja noch nicht. Vielleicht kann ich auch hier etwas separieren. Mit dem Gegner aufkommen. Da ist eine. Die locke ich erstmal weg. Komm her, du Biest. Jawohl. Zwei satte Schläge. Und gut ist. Oder rennt schon die nächsten. Ich sehe sie doch. Okay, passt. Schnell nochmal einen Trank nehmen. Ganz schnell aber. Aber ganz schnell. Okay, die ist auch tot. Und die dritte kommt auch noch, oder? Die dritte Ratte. Da ist sie. Komm her, du. Trau dich nur her. Dich. Krieg ich. Ein fester Schlag hat auch gereicht. Cool. Cool, was hat die denn bei sich? Silberner Granatring. Leck mich im Arsch. Wie kommen die denn dazu? So, nochmal schnell speichern. Damit das alles gesaved ist. Wunderschön. Ich hoffe mal, das war's jetzt. Nochmal schnell einen Trank nehmen hier. Ja, die Tränke muss ich auch nochmal kurz auf die Schnelltaste irgendwie legen. Aber
Was mache ich dann? Habe ich denn jetzt noch eine Fackel? Egal, hier ist hell genug erstmal. Hier ist es erstmal hell genug. Man muss echt aufpassen. Die Gegner kommen hier aus dem Nichts herangeschossen. Was hat denn hier zu liegen? Rolle des Feuerballs. Okay. Schwaches Gift der Lähmung. Ganz schön ruinig hier. Was ist das? Hinsetzen. Bank. Okay, cool. Ja. Mal kurz die Ruhe genießen hier. Ne? Hat schon was, diese Stimmung hier in der Höhle. Was hängt denn hier eigentlich? Sehe ich auch jetzt erst. Komm, steh wieder auf. Wunderbar. Was hängt denn hier? Okay, jetzt schauen wir doch nochmal nach einer Fackel. Wo waren die Fackel? Jusen, jawohl, ja. Ah, sehr gut. Wunderschönst. Kann ich die Kerze hier anzünden? Nee. Kommt da jemand? Seht ihr das? Hagnir? Solin? Da redet einer. Da redet einer. Schnell die Axt nehmen. Wollen wir keine Aufmerksamkeit erregen mit der Fackel? Und schleichen uns mal ran. Nochmal speichern schnell. Jetzt bin ich ein bisschen... Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Ah ja, von der Klaue wird geredet. Oh, links geht's entlang. Ich kann hier ein bisschen cheaten, wenn ich hier so ein bisschen mit der Kamera umherschaue. Hm. Ganz ruhig. Oh Gott, ein Skelett. Skelett. Skelett mit Gold und Knochenmehl, natürlich. Natürlich. Hat das Gold dabei? In seinen Taschen, das Skelett? Oh je, Mini. Das kann ja nur übel ausgehen hier. Ich sehe halt niemanden. Und er redet aber nicht mehr. Ich habe auch keine Möglichkeit des Zooms. Das vermisse ich ja so ein bisschen in der Ego-Perspektive, ein bisschen zoomen zu können. Oh Gott, was ist denn da vorne los? Hm. Ich glaube, hier artet jetzt gleich ein fetter Fight aus. Ein FF sozusagen. Der fette Fight. Hier komme ich nicht durch. Warum komme ich hier nicht durch? Hitze. Ich muss hier die Spinnennetze zerschlagen. Oh Gott! Fuck! Es darf mich nicht kriegen! Hilfe! Oh shit, alles klar. Helf mir, es loszuwerden! Helf! Was denn wurde? Wo bist denn du überhaupt? Hau zu! Ja, ja, ich bin dabei. Ach, der hängt da hinten. Oh Gott, zwei Hände versteckt. Ich bin doch voll dabei. Oh, ganz schlecht. Das wird hier aber jetzt schwer, glaube ich. Oh, ich habe sowieso keine Heilung mehr. Mal ein bisschen was essen. Jetzt kann ich aber alles weg. Scheiße. Nee, ich glaube, das wird so nix. Flüchte. Kann ich hier... Okay, ich muss den aber hier retten. Shit. Kann ich nicht... Ja, ja. Hau zu! Fuck, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance gegen das Viech. Nein! Lass mir kurz überlegen, wie mache ich denn das? Ich habe noch Magie, jawohl, ich habe ja noch Magie. Magie. Feuer kommt bestimmt gut. In die linke Hand. Auf geht's. Shit. Scheiße, bin ich tot. Mist. Boah, fuck. Ich glaube, ich sollte den Schwierigkeitsgrad vielleicht doch mal etwas runterstellen. Habe ich gespeichert? Boah, krass, was bist du denn? Okay. Okay. Ich brauche auf jeden Fall die Streitaxt. Also eine mächtige Waffe brauche ich doch auf jeden Fall. Magie. Das Einzige, was ich habe, ist Feuer. Feuer und Heilung. Hört sich gut, aber dafür brauche ich zweimal Magie. Scheiße, dabei wollte ich doch gar nicht so auf Magie gehen. Shit. Nee, es geht's noch nicht. Ich brauche noch eine Waffe. In der rechten Hand. Was nehme ich denn da? Schwert 12, die Keule. Okay. Nochmal kurz speichern. Und dann auf geht's.
Komm her, du. Sie brennt, sie brennt. Oh! Oh Gott! Okay. Shit. Darf mich nicht so schnell erwischen. Oh fuck! Alter, wie soll ich das machen, bitte? Das ist doch unmachbar. Voll die heftige Fight. Wie viel die mir auch abzieht. Was soll denn das? Ja, ja. Alles, was reingeht. Magie niedrig, ja, ist klar, danke. Für den Tipp. Ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's doch nicht. Der flüchtige Unsichtbarkeit. Den nehme ich mal. Vielleicht macht er mich unsichtbar. Nee. Nee, macht mich nicht unsichtbar. Macht, glaube ich, nur alles irgendwie ein bisschen langsamer. Komm, fress alles weg. Alles essen. Alles. Ach Mist, jetzt habe ich den Zeug weggeschmissen. Scheiße, jetzt habe ich das alles weggeschmissen. Ich dachte, ich kann's. Fuck. Okay. So ein Mist. Oh, fuck. Ja, jetzt kommt schon wieder her. Mist, ich bin ja schon wieder fast tot. Was soll ich denn nur tun? Die Energie kommt langsam zurück. Aber die... Okay, es ist ruhig. Oh, wenn es da stehen bleibt, könnte ich... Ah, scheiße, mit fallen Bogen. Geht da was? Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier bei mir. Nein, nicht schießen. Scheiße, jetzt hat er mich vergiftet. For fuck. Also irgendwie komme ich nicht richtig hinter die Taktik. Ich meine, wenn ich jetzt Schild und Schwert nehme, nützt mir auch nicht viel, oder? Schild und Schwert. Gut, ich meine, was ist das denn hier? Kann ich irgendwas... Skiverschwanz, toll. Toller Teller. Stirb! Verbrenne! Du ekelhaftes Scheißbiest. Das bringt auch nichts. Shit. Nee, ich muss auf die Streitachs gehen. Ich habe die jetzt so gut geskillt. Ich muss auf die Streitachs, aber ich muss besser ausweichen, einfach nur. Und die Magie für Heilung benutzen dann. Geh bloß weg, du Scheißbiest. Und Angriff. Fetter Schlag, jawohl. Meine Energie schon wieder hell. Da geht halt einfach mal der Nickes. Ganz ruhig bleiben. Oh Gott. Komm her. Komm her. Komm gefälligst her. Und stell dich deinem Bezwinger. Ich muss aufpassen, dass ich den nächsten Schlag sitzen muss. Okay. Weg, weg, weg. Scheiße. Ja, der schießt mit dem Scheißzeug da. Da kann ich nichts machen. Da kann ich ja nicht weg. Okay, das ist die Hölle. Es ist die Hölle. Ich muss mal kurz das konfigurieren und bin gleich wieder da. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder zurück und ich habe jetzt mal kurz meine Schnelltasten neu belegt. Oder besser belegt, damit ich auch schnell an die Heilung rankomme. Ich kann es hier schnell hin und her schalten zwischen Heilung und der Streitaxt. Ich hoffe, das geht sich irgendwie aus. Also ich kann es auch nur so versuchen, es tut mir leid. Um jeden Pro, der mir jetzt zuschaut und hier sich wundert, was ich hier treibe. So, der Schlag hat mal gesessen. Shit, wenn der nicht diese Scheiße hier schießen würde die ganze Zeit. Oh, meine Energie. Wahnsinn, wie schnell meine Energie sinkt. So, dann kommt die Taktik zu tragen. Ich muss meine Magie ja nur im Griff behalten. Dass ich hier auch... Ja, ja, ich bin dabei. Der Typ hat hier die heftigste Angst um sein Leben und jammert mir hier die Ohren voll die ganze Zeit. Ist nicht sehr produktiv, muss ich sagen. Okay, die Axt bringt's auf jeden Fall. Hui. Okay, passt. Soweit so gut. Soweit so gut. Schieß, schieß, schieß. Jawohl. Der hat gesessen. Okay, aber nicht zu viel, nicht zu gierig sein. Nicht zu gierig sein, Chris Thompson. Bleib da. Bleib da, du Penner. Ja, ja, schießt er schon wieder. Komm schon. Jawohl. Das nimmt Gestalt an, würde ich sagen. Sieht doch fast gut aus. Oh Gott. Weg hier. Heilung schnell. Bleib da. Ja, ja. Ich bin dabei. Und ich hab sie gleich. Weiche Kreatur des Teufels. Wow. Geschafft. Na bitte. Verwundete Frostspinne. Was heißt die verwundet? Die ist nur verwundet. Oh, mal hier. Den mal einsetzen.
Biest. Oh, und nur Frostgift. Frostbissgift. Jesus Maria. Geschafft. Schnell speichern. Ich komme ja gleich. Mach dich mal locker jetzt. Durchsuchen Urne. Gold. Sehr schön. Ein Lootparadies. Tut sich auf. Oh Gott. Exek. Spinnenei. Oh Gott, hier sind kleine Spinnen. Ganz viele kleine Spinnen. Jawohl, ja. Mach platt, Dinger. Mach sie platt. Sie müssen alle sterben. Okay. Da ist nochmal eine kleine Spinne. Ekelhafte Biester. Jawohl! Da wird aber wirklich alles in fett in Szene gesetzt. Cool. Ja, gleich. Spinnennetzbeutel. Diese ekelhaften Skiverschwänze brauche ich nicht. Oh, guck mal, hier liegt einer. Mumifizierte Leiche. Dietrich. Nochmal so ein Skiverschwanz. Ja, ich komme ja gleich. Tut mir leid, dass ich dich so leiden lasse, aber du bist jetzt hier noch erstmal Nebensache. Ja, ja, oh Gott. Die Höhle der Spinne. Ich komme ja schon. Ich muss hier noch etwas abluten. Gold. Oh, krass. Ja, ja, ich komme. Wow. Na, wie geht's? Ja, ja. Arvel der Flinke. Ja, irgendwie nicht mehr so, oder? Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Genau. Rück raus mit der Sprache. Deswegen bin ich hier. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gebt mir zuerst die Klaue. Gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Okay, nee, gebt mir zuerst die Klaue. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Erschlage Arvel. Was denn? Warum? Oh, das mag ich aber jetzt nicht. Jetzt habe ich einen Auftrag, ihn zu erschlagen. Finde ich ja nicht gut. Ich gehe mal auf die Netze hier. Ich will ihn nicht erschlagen. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Okay. Ich kann also auch gegen diese Quest vorgehen. Ich speichere ihn nochmal schnell, um eventuell eine Fehlentscheidung hier zu korrigieren. Erschlage Arvel, bringe die goldene Klaue in deinen Besitz. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Oh, bleibst du hier? Bleib hier! Ich hau zu! Bleib stehen! Rennt der weg! Du Penner! Oh! Tja! Dann selber schuld. Da rutscht er runter. Wahnsinn. Silber Schuld. Arvels Tagebuch. Ja. Eisenschwert. Die goldene Klaue, da ist sie. Ich hab sie. Ich finde das Geheimnis des Ödsturzhügelgrabs. Was hat er noch so bei sich? Nur Müll. Nur Gelump hat er bei sich. Arvel, selber Schuld. Wenn du mich hier bekacken willst. Aber es war eigentlich jetzt schon irgendwie gespoilert, ne? Durch diesen Auftrag, töte Arvel. Fand ich jetzt doch ein bisschen ungeschickt. Okay, wir gehen das Ganze hier nochmal ab. In Ruhe. Um etwaigen Loot nicht zu übersehen. So wie hier zum Beispiel. Da ist nichts. Da habe ich nochmal eine Fackel. Hätte ich denn nochmal eine Fackel? Fackel hier, ja, hätte ich. Sehr gut. Leinentuch, Leinentuch, Leinentuch. Braucht kein Mensch. Was haben wir denn noch alles hier? Was liegt denn hier noch rum? Einbalsamierungswerkzeug. Boah, hört sich selten an. Okay, aber gut, gibt's hier ein paar Scheiße. Nehmen Leinentuch. Vielleicht brauche ich das später irgendwann mal. Leinentuch durch so ein Begräbnis ohne leer, leer, leer. Ja gut. Das ist aber jetzt Quatsch. Kann ja nicht alles leer sein hier. Leer, leer, leer. Das ist nur eine Bank zum Hinsetzen. Hier haben wir verschiedene Behältnisse. Urne leer. Ah, durchsuchen Urne. Gold, jawohl, Gold ist immer gut, immer gern gesehen. Aha. Gewöhnlicher Seelenstein. Was es mit den Seelensteinen hier auf sich hat, wird mir leider auch nicht erklärt. Da dürfte man mich mal ruhig mal spoilern, diese Seelensteine, was haben die zu bedeuten?
Okay. Hier ist auch nichts mehr. Und hier kommen wir schon zum Endfight. Oh Gott, was tue ich denn? Tja, da blutet er vor sich hin.